So, hier sind wir wieder bei PlaySimple und es geht weiter mit unserer Titanic. Nö. So, also, als in der letzten Folge haben wir folgende Etage, beziehungsweise wir gehen jetzt einmal hier hinten hin. So hatten wir es ja in der vorletzten Folge, je nachdem welche Folge das war. Auf jeden Fall haben wir das hier zugebastelt. Wir machen das auf der anderen Seite nochmal, damit wir jetzt genau wissen, wo wir anfangen müssen. Wir haben ja diese private Promenade gebaut, das sind ja hier diese Fenster und das Fenster. So, wir gehen jetzt auf der anderen Seite, also erst gehen wir jetzt hier hin. Hier haben wir 7 Fenster und dann haben wir die 2 Einerfenster. Das machen wir auf der anderen Seite jetzt auch und machen alles komplett zu, damit wir erstmal ein Grundgerüst wieder hier haben. Das bedeutet, wir zählen jetzt hier auf der Seite das jetzt folgendermaßen ab, weil wir ja hier 3 Steine gebaut haben, müssen wir es umdisponieren. Das heißt jetzt hier ein Fenster, 2, 3, 4, 5, 6. Und das 7. wäre dann hier. So, das ist das 7. Und das müsstet ihr dann jetzt einfach so entlang bauen. Das heißt, jetzt hier ist das 7. Fenster. Dann machen wir das hier eben kurz zu. So. Zack. Das 7. Fenster. Mache ich das eben kurz genauso, wie wir es hier gebaut haben. So, das 7. Fenster. Und dann macht er das hier komplett einmal hier in Zweier. Ne, beziehungsweise da müssen wir jetzt erstmal hier zubauen. So. Dann haben wir hier ein Dreier. Und dann... Beziehungsweise wir können das erstmal komplett zubauen, warum ich bescheuert ich heute bin, ne? Also ihr baut das erstmal komplett zu, die 7 Fenster. Voll Banane, ey. Aber egal, ich lasse die Aufnahme jetzt so, wir wollen nicht schneiden. Fehler passieren ja, ne? Also 7. Fenster. Und dann haben wir 1, 2, 3 und dann machen wir hier einen Einer. 2 Stück und dann wieder einen Einer. So, jetzt gehe ich noch auf der anderen Seite nochmal gucken, ob das richtig so ist. Weil, Gedächtnis lässt ab und zu mal nach, ne? So, okay, hier ein Dreier. Den... Zack, fertig. Auf der anderen Seite eben nochmal gucken, ne? Einmal hier so lang. So. 7 Fenster gemacht. 3, einer Fenster, 2er, einer Fenster und dann kommt das hier erstmal alles zu. Das wird jetzt auch komplett einmal zugebaut. Nur die Promenade, die private Promenade, die lassen wir dann offen. So wie hier. Auf der anderen Seite haben wir es ja auch zugebastelt. Das machen wir hier auch einmal. Komplett einmal hier zu. Damit wir, wie ich schon sagte, einmal ein Grundgerüst haben. Weil wir diese Etage, was wir jetzt hier machen, einmal hier ausbauen mit den ganzen Zimmerchen. Ne? Dann ist die auch fertig, die Etage. So. Die Etage. So, dann ist die Etage auch fertig. Also wird hier zu, seht ihr ja, und da ist die private Promenade und da macht er diese Sachen auch eben zu. Und sehen wir uns gleich wieder. Yeah. So, nachdem wir das ausgebaut haben, sieht es natürlich dann so aus. Tata. Dann machen wir erstmal Glas hier rein in den großen Fenstern der Promenade. Da macht ihr komplett einmal Glas rein. Ne? Komplett einmal Glas rein. Okay, dann gehen wir sofort wieder rein. Könnt ihr ja selber weitermachen. So, dann sind wir jetzt in diesem Bereich und jetzt müssen wir diesen Bereich ein bisschen aufteilen. Das bedeutet, wir gehen jetzt, ist erstmal die Mitte, wir gehen jetzt in diese Richtung. So, jetzt zählen wir ab 1, 2, 3, 4, 5. So, ab den 6. macht ihr eine Tür rein. Und dann geht es weiter. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann 6, eine Tür. Und immer so weiter. 1, 2, 3, 4, 5. Tür. 1, 2, 3, 4, 5. Tür. Da müsste ich, glaube ich, hier irgendwann mal da sein. Okay, dann müsste das auch noch passen. 1, 2, 3, 4, 5. Tür. So. Dann haben wir das aufgeteilt. Und jetzt müssen wir, weil hier in diesem Bereich kommen auch Türen hin, aber da ist ja auch der Bereich des, des Schornsteins, ne? So, dann auf der anderen Seite machen wir das gleiches Prinzip. 1, 2, 3, 4, 5, ab den 6. eine Tür rein. Gut, hier ist das jetzt direkt dahin gebaut worden, weil wir das damals ja anders gebaut haben. Das müsste das hier drinnen komplett einmal wieder ein bisschen begradigen, so. Fertig. Und dann nach dem Prinzip, wie wir jetzt da hinten gemacht haben, 1, 2, 3, 4, 5, ab den 6. Tür und immer so weiter. So, jetzt haben wir auf beiden Seiten die Türen reingemacht. Jetzt gehen wir hier in diesen Bereich, wo die Tür ist, nehmen wieder einen Block und ziehen jetzt, genau da ist die Tür, genau die Breite ziehen wir jetzt den Block hier entlang. Zack. Und auf der Seite auch. Zack. So, was übrig ist, beziehungsweise muss ich da jetzt ein bisschen mehr Licht machen, glaube ich. Da muss ich erstmal einen Nuckelzaubertrank nehmen. Ein Nuckelzaubertrank ist... So, jetzt habe ich erstmal ein bisschen Nuckelzaubertrank genommen. Also, wir machen jetzt hier, wo die Tür ist, genau daneben und daneben machen wir direkt eine
Mauer mit Quarzblöcken hin. Und wie ich schon sagte, was hier übrig ist, das macht ihr erstmal hier komplett ein bisschen weg. Hier, was wir ein bisschen zu viel gebaut haben. So, dann machen wir hier eben kurz das eben zu. Wo bin ich denn jetzt hier so? Einmal zu, damit ihr wisst, wie ich das jetzt wieder meine. Hier einmal zu. Dann ist das der Flurbereich. So. So einmal zu. Und von der Seite auch einmal zu. Fertig. So, das ist der Flurbereich, wo man dann hier durchgeht. Ich glaube, da wird dann so nach oben gebaut. Hier machen wir das einmal hier gerade. So. Dann haben wir diesen Bereich. Dann sind die, ist die Höhe 1, 2, 3. Dann hier auch einmal kurz weiß machen. Fertig. Und dann macht ihr das erstmal komplett alles, baut ihr das genauso aus, wie ich das jetzt hier gerade gemacht habe. So, zack. Jetzt gehen wir auf der Seite. Wo ist die Tür? Da. Überschüssige Material, was hier so übrig rumliegt, kommt weg. Dass wir jetzt hier eine Ebene haben. Und dann werden wir jetzt wieder, wie ich schon sagte, hier ist die Tür. Einmal hier entlang und einmal hier entlang. Natürlich ist das wieder im Weg. Das wird auch wieder weggeschlagen. Und dann machen wir jetzt wieder diesen Flur, den wir jetzt gerade da hinten gebaut haben, machen wir jetzt hier wieder hin. So. Dann so. Und das nach oben. So. Fertig. Und dann auf der Seite natürlich hier auch. Und dann immer so weiter, bis wir, warte mal, jetzt muss ich mir selber mal gucken. Hier einmal entlang. Okay, passt. Dann kommt da einer entlang. Dann haben wir hier diese Ecke. Das hatten wir jetzt die Wand so zugebaut. Genau. Hier war ja der Eingang. So. Dann wird das erstmal so gebaut. Und das so. Das ist der Flur. Okay. Das ist überschüssig. Das kommt weg. Und dann würde ich sagen, wo ist das Zimmer? Okay, hier ist das Zimmer. Dann schlagt ihr das hier noch weg. Was wieder übrig ist. So. Okay. Das hier noch weg. Und dann wieder gleiche Prinzip. Einmal hier die Mauer hin. Und dann ist hier die Tür. Und dann kommt hier die Mauer hin. Und das ist auch wieder übrig. Und das kommt auch weg. So, genau. Und dann kommen wir in diesen Raum rein. Und dann passt das ja. So, das wieder hier hochziehen. Zack. Und das hier. Und das macht jetzt überall so, wie ich das jetzt hier gebaut habe. In jedem Bereich. So, da war die Tür. So, dass es alles so aussieht wie hier. Und da hinten natürlich auch. So, auf der Seite habe ich jetzt alles soweit ausgebaut. Der Flürchen, ne? So. So, jetzt gehen wir auf der anderen Seite. Da müssen wir noch was ändern, habe ich gerade gesehen. Das heißt jetzt, wir gehen jetzt hier hin. Wenn ihr das hier so gebaut habt, dann müssen wir natürlich immer dran denken, den ganzen Stein auch hier hin, damit wir hier bündig haben. Dann haben wir, wie ich schon sagte, 1, 2, 3. Und dann gehen wir hier auf diese Seite. Da habe ich ja noch gar nichts gebaut. Da sieht das ja eigentlich so aus wie hier. Da war ja noch die alte Wand. Dann gehen wir von da aus 1 von der Wand hier. Das heißt, hier ist die Tür. 1, 2, 3, 4. Und ja, dann kommt das hier zu. Das ist ja ein separater... Nochmal separate Räumchen, ne? Und dann machen wir hier, gehen wir jetzt hier hin. Und von wo gehen wir am besten jetzt aus? Wir gehen ja von der Wand jetzt mal aus. Einmal kurz hier einmal anzeichnen. So, dann zählen wir ab von hier aus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So, ab dem 14. macht ihr jetzt hier die Mauer zu. Einmal rüberfliegen. Auch komplett einmal zu die Mauer. So. Und dann kann das hier alles rausgeschlagen werden, was hier hinter ist. Einmal kurz noch Nuckel-Zaubertrank nehmen. Zack. Und dann geht es sofort weiter. So. Wie ich schon sagte, dann wird das hier alles rausgeschlagen. So, wenn ihr das hier dann rausgebaut habt, dann macht ihr das dann genau, wie wir es drüben gemacht haben mit den ganzen Fluren. Jetzt habe ich das jetzt hier weggeschlagen. Oh Mann, warte. 1, 2, 3, 4, 5. Das war die Tür. So, und dann ist hier der Flurbereich wieder. Da. Einmal so entlang. So, dann gehen wir wieder auf der Seite. Das wisst ihr ja. Hochbauen und dann auch hier diesen Stein benutzen. So, dass wir die Decke hier haben. Bündig. Alles klar. Wo ist die nächste Tür? 1, 2, 3, 4, 5. Genau, das war jetzt genau hier. So, das kommt alles natürlich wieder weg, was ich sagte. Was überschüssig ist. Dann wieder hier. Dann wieder dort. Und dann müsste das eigentlich alles so weit aufgehen, wie wir es auch drüben gebaut haben. Hier wieder entlang. Zack, zu der Mauer. Dann nehmen wir diese Nische mit. Und dann, okay, hier nochmal zu. Dann ist ja hier der Flur wieder. Und dann einmal, okay, hier wieder. Dann wieder dort.
Und das war's wieder. So, das passt genauso wie drüben. Nur hier haben wir jetzt eine Tür. Die könnt ihr hier zumachen. Auf der anderen Seite auch erstmal. So. Auf der anderen Seite ist die Tür auch übrig. So, hier. Die wird auch zugemacht. Dann ist das beides identisch. Einmal von der Seite und einmal auf der anderen Seite. Das hat doch gepasst. Ich dachte erst, das passt nicht, aber es hat doch gepasst. So, das baut ihr jetzt komplett einmal hier auch wieder aus. Komplett. Und immer dran denken, wenn ihr das ausgebaut habt. 1, 2, 3 ist die Endhöhe, sodass wir von hier aus direkt in den Flur hier in die Ecke kommen. Bündig, ne? So, genau so. Patsch. So, das baut ihr jetzt komplett alles aus. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn es ausgebaut ist. So, wenn wir das alles ausgebaut haben, sieht das natürlich hier so auf beiden Seiten. 1, 2, 3, 4 Flureingänge sind das. So, bevor wir jetzt weitermachen, müssen wir kurz nach draußen. Da müssen wir noch eine kleine Änderung machen. Da habe ich ja gesagt, die Wand kommt hier hinten, hat man die Wand gebaut, hier. Die könnt ihr wegmachen. So. Zack. Kurz hier so. Zu viel gebaut, ne? Okay. Auf jeden Fall, die Wand kommt jetzt genau hier hin. Da, genau dort, wo wir jetzt die Treppe gemacht haben. Genau dort vorne kommt die Wand hin. So, dass es so aussieht. Bündig damit. Dann haben wir jetzt hier diesen Streifen, dann 1, 2 und dann ist hier die Wand. Das baut ihr jetzt eben aus. So, dann nach, wenn wir das gemacht haben, gehen wir jetzt hier wieder rein. Und jetzt bauen wir jetzt auf einer Seite, was wir jetzt hier bauen, macht er gegenüberliegend natürlich auch. So, wir fangen jetzt erstmal mit den Türen an. Wir gehen jetzt hier in die Ecke und zählen ab. 1, 2, 3, ab die vierte eine Tür rein. Dann gehen wir rein, machen direkt dort eine Mauer hin. Zack. Und bis oben hin natürlich, ne? So, dass der Raum komplett abgetrennt ist. Das ist ein Raum ohne Fenster. Und der andere Raum ist mit Fenster. Ich weiß nicht, eine Seite Penner-mäßig und die andere hat es schön. Ich weiß nicht warum, die hat auch sogar ein eigenes Badezimmer. Auf jeden Fall von dort aus, von der Tür aus. 1, 2 und die dritte wird eine Tür. Und dann sind wir im Raum drinne. So, dann sieht das so aus. Ich glaube, drinne ist, hört sich auch nicht gut an, ne? Drinne? Darf man drinne nennen? Auf jeden Fall, dann gegenüberliegend kommt eine Tür rein und dann hier auch gegenüberliegend eine Tür. Hier natürlich wieder eine Mauer und dann haben wir jetzt hier zwei Abteilungen, beziehungsweise hier die Seite und die Seite mit Zimmern abgetrennt. Das ist schon mal fertig und dann können wir hier direkt schon mal ein Fenster reinmachen. So, so jetzt haben wir das alles soweit ausgebaut mit Fenster, alles so schickimicki. Jetzt gehen wir zum nächsten Flur. Der wird zugebaut, weil sonst die beiden Zimmer sich ja mit der Tür treffen. Das wird zugebaut. Dann haben wir jetzt einen Bereich, wie ich schon sagte, jetzt hier der Bereich das Zimmer, das Zimmer. Dann gehen wir zu diesem Flurbereich. So, dann machen wir das gleiche wieder mit der Tür. 1, 2, 3, ab der vierte eine Tür rein, dann wieder die Mauer hochziehen. Dann haben wir den Raum fertig, gegenüberliegend wieder das gleiche und dann wieder von dort aus 1, 2, ab der dritten eine Tür und dann sind wir hier in diesem Raum. Gegenüberliegend natürlich das gleiche. Jetzt müssen wir ein bisschen hier rumfummeln. Dann ist ja hier der Bereich, wo es nach draußen geht. Erstmal hier so bauen. Dann gehen wir jetzt in diese Ecke. Machen diese Flurseite auch zu. Und gehen jetzt von der Ecke aus 1, 2, 3, 4. Ab dem 5. schlagen wir das da durch und machen dort den Flur. Einmal hier so durch. Das gleiche hier auch. Dann kann die Mauer hier weg. So, die Mauer kann weg. Zack. So. Dann einmal hier hochbauen. Und in diesem Bereich sind nur zwei Türen. Das heißt jetzt, wir machen jetzt von dort 1, 2, 3, ab dem 4. hier eine Tür rein. Gegenüberliegend genauso. Und dann haben wir diesen Raum. So, der wird abgetrennt, der ist 3 breit. Dann können wir hier die Mauer hochziehen. Das sind ja die beiden Fenstern. Beziehungsweise die kleinen Räumchen gegenüberliegend. So, dann haben wir das gebaut. So sieht das dann aus. Jetzt gehen wir nochmal hier hin. Habe ich gerade gesehen, in der Ecke ist ein kleiner Fehler gewesen. Oder? Hier ist alles soweit zu. Okay. Und dann, ach ja, hier müssen wir ja genau die Mauer hinmachen. Das heißt jetzt hier gegenüberliegend genau das gleiche. Die Mauer hin. Dann sieht das jetzt ein bisschen abgelutscht aus. Aber egal, wir bauen das jetzt noch außen etwas Neues dahin. Bevor wir jetzt die Gläser reinmachen. Jetzt so. Jetzt haben wir das erstmal so weit gebaut, dass das alles so aussieht, wie ich das jetzt euch gerade erklärt habe. Hier zwei einzelne Türen, dann ist hier der ganze Bereich zu, dann ist hier Türen zu Türen. Da kann man sagen, wir haben drei Flurbereiche. 1, 2, 3.
Dort machen wir jetzt mal hier in die Ecke ein Fenster hin. Dann von hier außen ein Fenster hin. Und dann gehen wir jetzt hier in diesen Raum und dort in die Mitte ein Fenster hin. So, jetzt gehen wir einmal nach draußen. So, und dann müssen wir die Mauer noch um eins verschieben. Das heißt, jetzt diese Mauer muss noch breiter gemacht werden. Das müssen wir jetzt noch eine, beziehungsweise diese Mauer wegschlagen. So. Und noch eine Mauer davor machen. So. Zack. Tack. Tack. So. Habe ich das jetzt richtig gebaut? Oder war es vorhin auch so schon so? Ja. So, jetzt müssen wir hier von außen. Sieht das dann so aus mit den Fenstern? Warte mal, jetzt nur ein bisschen Zaubertrank, dann ist er wieder ein bisschen heller. Jetzt müssen wir die Mauer hier vorne nochmal wegschlagen. Wir müssen die um eins nochmal verlängern. Das heißt jetzt, wir machen jetzt hier die Mauer weg. Schlagen einen Stein noch weiter davor. So. Einmal hier hoch. Dann so entlang. Dann wieder die Stufe. Zack, den weg. Zack, haben wir wieder die Stufe. Wichtig ist, dass wir vom Fenster aus, hier ist das Fenster, 1, 2, 3 haben. So muss das aussehen. Dreier, Fenster, Zweier, Fenster, Einer, Fenster. Auf der anderen Seite müsste das ja das gleiche sein. So. Dreier, Fenster, Zweier, Fenster, Einer, Fenster. Perfekt. So, jetzt müssen wir Folgendes machen. Jetzt gehen wir wieder rein. Jetzt haben wir es ja ungefähr ein bisschen ausgebaut, ne? So, jetzt gehen wir erstmal in die Räume, sind die Fenster drin. Okay, jetzt gehen wir in die anderen Räume, wenn ich hier mal durchkomme. Fatschi. Ja, natürlich wieder ist der Flurbereich. Ach ja, das ist dieser Bereich, den ich jetzt ausgebaut habe. Dann kann das hier weg. So. So. Bisschen ausbauen, damit es schickele ist. Was ist das denn jetzt hier so hoch? So, einmal kurz ausbauen. Das auch noch. Machen wir hier die Decke. Da kommt man nach draußen. Dann lassen wir den Raum so. Dann kommt hier ein Fenster hin. Da ist ein Fenster. Hier ist ein Fenster. Fertig. Den Bereich haben wir dann fertig. So sieht das aus. Okay, haben wir das fertig gemacht. Muss ich eben kurz gucken. Von dort aus 1, 2, 3. Dann Fenster. Einer, Fenster. Zweier, Fenster. Muss ich eben drüben auch gucken, damit wir jetzt nicht durcheinander kommen. Ob das das gleiche ist? Genau. Dreier, Fenster. Einer, Fenster. Zweier, Fenster. Fenster. Ist der größer, der Raum? Das ist ein Zweierfenster sofort. Da muss ich jetzt mal drüben gucken, ob ich das auch so gebaut habe. Ist das ein größeres Fenster? Zweier, Fenster, Fenster? Geht doch gar nicht. Nein. Oder habe ich die Mauer hier verplaselt? Ach, guck mal. Das ist der Flurbereich. Ey, guck mal, wie bekloppt ich bin. Ich wollte behindert sagen. Aber, ne? Das ist noch die Mauer, die wir jetzt verschlüttelt haben. So, das heißt jetzt hier wird das noch verlängert. Seht ihr ja gerade. Ich habe mich schon gewundert, warum kommt denn dieses Zweierfenster hin? Das ist der Flurbereich, den wir jetzt hier zugebaut haben. Den müssen wir ja natürlich hier wegbauen. Das heißt jetzt, das Zimmer wird ja größer. So. Okay. Dann haben wir das, dann passt das auch mit dem Zweierfenster. Hier, so. Da kommt ein Zweierfenster rein. So, dann gehen wir in diesen Bereich jetzt. Da haben wir ja ein Fenster gemacht im Flur. Dann gehen wir jetzt hier hin. Dahin einer. Okay, dahin einer. Dann passt das. So sieht das dann aus.